Hier ist der Workers Cast mit den Themen Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und modernes Handwerk. Spannende Handwerksunternehmer, versierte Experten und ich, Jörg Mosler. Los geht's! Hallo zusammen, ich grüße euch, hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast. Ich würde jetzt fast sagen mit einem alten Bekannten, aber wenn du das erste Interview mit Martin hören willst, dann musst du schon sehr, sehr weit zurückscrollen. Das haben wir damals gemacht, wie mein zweites Buch rausgekommen ist. Das war 2018, jetzt haben wir 2020 und Martin ist wieder da. Und bevor ich jetzt noch länger die Einleitung quatsche, sage ich erstmal Martin, hi, grüß dich. Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich könnte verdammt viel über Martin erzählen, aber ich bin da höflich, ne? Ich lasse Martin mal selber über sich erzählen. Martin, hau mal raus, wer bist du denn? Ich bin Martin aus Berlin, also Ur-Berliner, damit einer der letzten Ur-Berliner, weil in Berlin leben tatsächlich mehr Zugereiste als Ur-Berliner, und bin Macher. Also das heißt, mich fasziniert es, Ideen zu entwickeln und diese dann auch umzusetzen. Das heißt, ich setze permanent Ideen um und das kann so banal sein wie Fruchtgummis der Berliner Sehenswürdigkeiten bis hin zur Revolution des Arbeitsmarktes. Das fasziniert mich alles. Also alles, was neu ist, was neu kombiniert ist, wirklich so im Kern Innovation und das dann aber auch zu tun, umzusetzen, im Markt Erfahrung zu sammeln, das fasziniert mich. Ich bin so frei und ergänze das, ja. Also Martin ist der Autor von Mythos Fachkräftemangel, das glaube ich 2014 auf den Markt kam. Genau. Das war genau das Jahr, in dem ich mich vom Dachdecken verabschiedet habe und das war ein Buch, das mich extremst inspiriert hat. Inzwischen durfte ich mit Martin auch schon die gleiche Bühne teilen, denn der Martin hält auch ganz tolle Vorträge und ja, kommt immer wieder auf neue Ideen. Also du hast ja auch, dein letztes Buch hieß Rock Your Idea, das kann ich euch übrigens auch sehr, sehr ans Herz legen. Und da hast du darüber geschrieben, was man tun muss, um gute Ideen entstehen zu lassen. So, und jetzt hattest du wieder eine Idee, über die wir heute sprechen wollen, und zwar den Job-Jackpot. Und genau. Bevor wir jetzt mal dann tief reingehen, was ist denn jetzt der Job-Jackpot, bin ich mal gespannt, wie der Ideenrocker Martin Geht jetzt wieder auf die Idee gekommen ist. Ja, es ist ja, wir teilen ja nicht nur die Bühne, sondern auch aktuelles Schicksal, dass wir keine großen Hallen bespielen können. Und das hat natürlich wahnsinnig viel Zeit gebracht. Und was macht ein Ideenentwickler mit viel Zeit? Er entwickelt neue Ideen. Und mich hat schon wirklich lange, lange dieses Bild beschäftigt. Wollen wir eigentlich eine Joblotterie oder einen Jobjackpot? Also ich bin auch jemand, der gerne mit Worten spielt. Und die Joblotterie ist das, was viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Arbeitsmarkt machen. Sie schreiben eine Stellenanzeige aus und hoffen dann, dass Bewerbungen kommen. Und das klappt manchmal und manchmal klappt es auch nicht. Je unbekannter das Unternehmen, desto seltener klappt es, weil mich spricht eine Stellenanzeige halt auch eher an, wenn ich das Unternehmen schon kenne. Das ist bewiesen, das ist untermauert. Wenn ich den Namen schon mal gehört habe, gucke ich eher die Stellenanzeige an, als wenn ich es nicht kenne. So. Und das ist dann für mich Joblotterie. Bei 2500 Stellenbörsen und im Durchschnitt 14 Millionen suchenden Leuten ist es purer Zufall, ob die Person ausgerechnet in der Stellenbörse sucht, wo ich geschaltet habe. Selbst wenn ich in 50 Stellenbörsen geschaltet habe, sind die ich eigentlich finden will, vielleicht bei den anderen 2450. Und das ist für mich Joblotterie. Ich überlasse es dem Zufall. Und Jobjackpot ist eben dann die Umdrehung. Ich überlasse es nicht dem Zufall, sondern ich frage die mich kennen, also die wirklich begeistert von mir sind, und die den größten Hebel haben, wie ja auch ein schlauer Mann schon 2018 geschrieben hat, ihre Kunden können ihnen bei der Gewinnung von Mitarbeitern große Hilfestellungen leisten. Die größte Personengruppe im Unternehmenskreislauf sind ihre Kunden! Wer war denn der Klugscheißer? Das habe ich gerade zitiert aus die Fachkräfteformel. Wer es nachlesen möchte, Seite 176. Ja, also dein Buch, deine Worte und
im Endeffekt haben wir genau das umgesetzt mit Job Jackpot, dass wir sagen, die größte, wirklich eins zu eins deine Worte, die größte Personengruppe, die dich schon kennt als Handwerker, als Arbeitgeber, sind deine Kunden. Und dann sagen wir oft, zum Beispiel Bäckermeister oder Friseure, ja, aber wir haben ja schon einen Aushang im Schaufenster oder wir haben ja schon einen Aushang in der Tür. Sag ich, ja und? Da steht, ich suche einen Bäcker. Ich bin aber kein Bäcker, also laufe ich dran vorbei. Ja, oder neu stand ganz groß am Bahnhof Berlin-Gesundbrunn, wir suchen einen Marktleiter. Ich bin kein Marktleiter, also renne ich dran vorbei. So, und Job Jackpot heißt, hat drei Ebenen, wo jemand einen Jackpot gewinnen kann. Nämlich, wenn der Handwerker seine Kunden fragt, empfehlt mir bitte passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und er kriegt Empfehlungen, dann ist es für den Handwerker ein Jackpot, ein Mitarbeiter-Jackpot. Und jetzt in unserem System Job Jackpot kann eben der, der empfohlen hat, einen echten Geld-Jackpot gewinnen und auch die, die den neuen Job bekommen haben, die Bewerberinnen und Bewerber können auch den Jackpot gewinnen im Erfolgsfall. Okay, da gehen wir jetzt mal rein, weil jetzt wird's natürlich spannend, ne? Wenn bei Jackpot gewinnen, da geht's gleich hier ding, ding, ding. Yeah, 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 yeah. Okay, also das ist das Prinzip, dass wir von Mitarbeiterwerben Mitarbeiter schon kennen. Und genau. Jetzt haben wir es eben einfach weitergesponnen, weil also die allermeisten Unternehmen mit vielleicht ganz, ganz wenigen Ausnahmen haben nun mal mehr Kunden als Mitarbeiter. Das ist so die Exakt. Betriebswirtschaftlich sinnvollste Form, das Ganze aufzubauen. Deswegen haben wir da den größten Multiplikator. Jetzt gehen wir einfach mal ins Detail rein. Zur Ergänzung. Mitarbeiter empfehlen Mitarbeiter ist ja tatsächlich das Tool, was in den letzten 5 Jahren am stärksten gewachsen ist. Und genau wie du es gerade gesagt hast, funktioniert aber vor allen Dingen da, wo es viele Mitarbeiter gibt. Und jetzt haben in Deutschland ja nur 80.000 Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiter. Hingegen haben 3,4 Millionen Betriebe in Deutschland unter 50 Mitarbeiter, in den meisten Fällen sogar nur bis zu 10 Mitarbeiter. Mhm. Deswegen funktioniert Mitarbeiter empfehlen Mitarbeiter hervorragend, wenn du viele Mitarbeiter hast. Und deswegen sagen wir eben, die große Mehrheit der Betriebe, die wenig Mitarbeiter haben, die haben aber viele zufriedene Kunden. Und dann beginnt eben Job Jackpot. Okay. Also, das muss ich jetzt dann vorweg schieben. Also, das ist natürlich der wichtigste Punkt. Also, die Kunden müssen begeistert von dir sein, müssen merken, ja, das ist ein tolles Unternehmen, das ist ein toller Arbeitgeber. Wenn diese Grundlage nicht gelegt ist, dann kannst du natürlich mit vielen Jackpots locken. Aber also ich würde jemanden, den ich kenne, der mir am Herzen liegt, nirgendwo hinschicken, wo ich weiß, ach du Scheiße, ja? Also das machst du nicht, ja, wenn du ein einigermaßen netter Zeitgenosse bist. Also diese Grundlage setzen wir voraus. Okay, und dann habt ihr Folgendes gemacht. Ihr habt eine Internetseite geschaffen, eine Plattform, nenne ich es jetzt mal, die auch diesen Namen trägt, Job Jackpot. Jetzt gehen wir mal von der Hauptzielgruppe aus, die wir heute hier im Podcast haben. Also ich bin jetzt Handwerksunternehmer, Unternehmerin, ich bin Führungskraft in so einem Unternehmen und denke mir jetzt, okay, was muss ich jetzt machen, damit das für mich funktioniert? Wie läuft jetzt für mich das System? Ganz simpel. Also wir haben, und das war wirklich, ich bin ja eben als Innovationsmanager, ist meine Hauptformel streichen, 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 streichen. Dann darf man auch mal steigern, umdrehen und dann wieder streichen, 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 streichen. Also komplexe Systeme, die von denen ich Teile wegstreiche, werden in der Regel einfacher und damit auch erfolgreicher. Also das ist schon mal eine Innovationsgrundregel. Ne? Und jetzt bei Job Jackpot ist es so, das Unternehmen muss einfach nur den AGB von Job Jackpot zustimmen. So, und dann legt es los. Es informiert alle Kunden und sagt hier, empfiehlt uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die und die Stellen. Und wenn sich die Bewerberinnen und Bewerber bei uns melden, sollen sie einfach nur dazu schreiben, wir kommen über Job Jackpot. Das heißt, es läuft alles unabhängig von Job Jackpot. Es läuft so wie immer. Und das ist das Entscheidende. Dein Kunde
bekommt von dir die Info, bitte such für uns die Mitarbeiterin und den Mitarbeiter. Und dann fängt der Kunde an zu suchen, gibt es ganz normal über die Wege weiter, die er sowieso nutzt, also zum Beispiel WhatsApp, Sprachnachricht. Ja? Quatscht einfach drauf, hey, Rebecca, ich habe da gehört, du bist doch, bewirb dich. Und dann kann sich Rebecca da bewerben, auch wie es immer war, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin bekommt die Bewerbung, so wie es immer war, macht selber die Auswahl, ja, so wie es immer war. Und wenn der Job zustande kommt, erst dann wird es für das Unternehmen kostenpflichtig, dann nehmen wir einen Monatsbrutto und der kommt eben zu 2/3 in den Jackpot und damit füllt sich der Jackpot und bei beispielsweise 80 Vermittlungen sind dann 100.000 Euro im Jackpot, durchschnittlich. Und das heißt, es ist nichts weiter als der Handwerker, die Handwerkerin, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin informiert alle Kunden und die geben es weiter und die sind aber incentiviert, es weiterzugeben. Und genau wie du es gesagt hast, das werden sie nur tun, wenn sie dich als Arbeitgeber und als Handwerkerin, Handwerker wirklich geil finden. Dann werden sie es in ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis weitergeben. Und das ist aber der größte Hebel. Ja, ich sage jetzt mal, in einer guten Handwerksbäckerei, wie viele Leute gehen da pro Tag rein? Je nach Lage 300, 500, in manchen guten Lagen vielleicht sogar 800 Leute. Die kennen 3.000, 5.000, 8.000 Leute richtig gut. Und das ist das größte Potenzial, an diese 8.000 Leute ranzukommen. Das schaffst du eben nicht mit einer Stellenanzeige. Okay, ich fasse für mich zusammen, ja, ihr kennt das ja, ich spiele hier im Podcast ja immer denjenigen, der es nicht so genau verstanden hat, ja, häufig trifft das auch zu, je nach Thema. Also ich sage jetzt, okay, ich bin dabei, ich sag das zu meinen Kunden, die empfehlen mir jemanden, es kommt jemand, aufgrund dieser Empfehlung, dann melde ich das an Job Jackpot, sage so, es ist jemand gekommen, dann kostet mich das ein Brutto-Monatsgehalt. Davon ist 1/3 die Finanzierung eurer Geschäftstätigkeit, 2/3 wandern in den Jackpot und der Empfehler bekommt dann ein Los für den Jackpot. Ist das korrekt? Exakt. Alle, die empfohlen haben, erfolgreich empfohlen haben und auch die, die erfolgreich den neuen Job bekommen haben, bekommen Lose. Und wenn dann der Handwerker, die Handwerkerin so begeistert ist und es in ihrem Handwerker, Handwerkerinnenkreis wieder weiter sagt und sich registrieren sich 50 weitere Handwerksbetriebe, die dann wiederum sagen, ich komme über Handwerker XY, kriegt auch der Handwerker wieder Lose. Das heißt, alle kriegen Lose, die dieses Prinzip Job Jackpot weitertragen. Okay, und dann kann ich jetzt im Endeffekt auch als Handwerker sagen, ich werde jetzt Vertriebspartner. Und wenn dann jemand wieder sagt, also ich möchte mitmachen, ich möchte, dass meine Kunden mich empfehlen, sagt der wieder, ich komme über Maler Müller und für jeden, der Maler oder über Maler Müller gekommen ist, bekomme ich dann ein Los für den Jackpot. Genau, exakt. Und jetzt kommen wir zu dem Clou, du kennst ja unser altes Cleverheads, die Silber- und Bronzemedaillengewinner, die sehr gut sind, aber den Job nicht bekommen haben, weil ich nehme ja als natürlich den Goldmedaillengewinner, den stelle ich ja bei mir ein. Auch die kann jetzt der Malermeister oder Tischlermeister weiterempfehlen über Job Jackpot und für die, wenn die woanders genommen werden, kann er auch wieder Lose bekommen und den Jackpot gewinnen. Okay. Also für alle, die das nicht kennen von Martin, ne, jetzt hat Martin mit mir gesprochen. Situation ist die, du hast 3 tolle Kandidaten, kannst aber betriebswirtschaftlich nur einen einstellen, weil du halt einfach nur einen brauchst, warum und auch immer, egal. Und jetzt hast du einen Goldmedaillengewinner, aber wenn wir jetzt bei den Olympischen Spielen bleiben, 100 Meter Lauf, derjenige mit Silber und der mit Bronze, das sind jetzt auch keine lahmen Schnecken, sondern die sind auch richtig flink unterwegs und die kannst du aber nicht nehmen. Deswegen sind die trotzdem gut. Wieso die nicht einem Kollegen empfehlen? Ne? Früher hättest du das auf, ich sage jetzt mal, kollegialer Basis gemacht, wenn denn überhaupt. Jetzt kannst du ein Los für den Jackpot kriegen. Exakt. Ja. Und du bist heute richtig von der schnellen Kapierersorte. Okay, gut. Und das, was mich halt daran fasziniert, ist,
wir sprechen inzwischen auch mit Städten und Kommunen. Meine Kollegin hat gerade jetzt aktuell eine Pressekonferenz in der Verbandsgemeinde mit dem Bürgermeister und der lokalen Presse. Diese Verbandsgemeinde hat 15.000 Bürgerinnen und Bürger, Einwohner. Und die wurden aber noch nie gefragt. Die haben aktuell 20 offene Stellen und die Bürgerinnen und Bürger wurden noch nie gefragt. Jetzt werden zum ersten Mal die 15.000 Bürgerinnen und Bürger gefragt und die wiederum kennen ja wieder 150.000 Leute sehr gut. Oder die Stadt Aachen mit 250.000 Einwohnern, wenn die anfängt, ihre Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen, kennen die 2,5 Millionen Leute sehr gut. Und diese Skaleneffekte, die wollen wir halt nutzen. Und wer weiß es, wenn zum Beispiel Dachdecker Max, ja, Dachdecker Max liebt seinen Job, aber er hasst seinen Arbeitgeber. Wer weiß es? Die Freunde. Also muss ich die Freunde aktivieren und wenn die Freunde meine Kunden sind und ich als krieg jetzt eine Nachricht, Dachdecker Müller sucht Mitarbeiter und ich weiß, Max ist der beste Dachdecker, aber todunglücklich in seinem Unternehmen, was mache ich? Ich tue ihm sogar noch einen Liebesdienst, indem ich Max Bescheid sage, guck mal, Dachdecker Müller sucht gerade. Okay, ja, also auch noch ein wichtiger Punkt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau dran gedacht, aber ja, okay, alles klar. Und jetzt, ja, müssen wir unbedingt über den Jackpot reden, das werden sich jetzt alle fragen, ne? Ah, okay, Jackpot, also. Ich mache wieder eine einfache Rechnung aufzumachen. Wir haben 100 Vermittlungen, die einen Bruttolohn haben von 3.000 Euro. Und nachdem zwei Drittel in den Jackpot fließen, haben wir dann einen Jackpot von 200.000. Jetzt würde mich natürlich und alle anderen wahrscheinlich auch interessieren, wie und wann wird der ausgelost? Und was mich jetzt auch interessiert, das ist ja fast schon wie eine, ja, oder was heißt fast? Das ist eine Lotterie. Was hast du alles auf die Beine stellen müssen, damit du das überhaupt machen darfst in unserem Land? Weil das geht ja dann Richtung, keine Ahnung, Glücksspiel, Lotteriegesetz, Wetten. Ich weiß doch nicht, was man da alles erfüllen muss. Ja, also ich denke jetzt mal wieder, ich mache jetzt mal den Bürokraten. Ja, also Herr Gell, wie haben Sie die Stadt denn vorgestellt? Wie soll das laufen hier? Das würde mich jetzt mal beides interessiert. Ja, das war tatsächlich das, was uns die ersten Monate am meisten beschäftigt hat. Also wir haben, das ist auch noch ein interessanter Nebeneffekt, wir haben für die von der Idee bis zur Umsetzung 100 Tage gebraucht. Und die ersten 50 Tage haben wir uns tatsächlich genau mit den Fragen beschäftigt, die du gerade aufgeworfen hast. Wie ist das steuerrechtlich möglich? Wie ist das gesetzlich möglich? Wie müssen die AGB aussehen, dass das alles sauber laufen kann? Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir bisher nur in Deutschland gestartet sind, nicht mal in der Dachregion, weil die Gesetze diesbezüglich sind in allen Ländern unterschiedlich. Das heißt, wir müssen tatsächlich für jedes Land andere AGB schaffen. Und der Clou ist, eine staatliche Lotterie kann Geld einnehmen für verkaufte Lose. Und das dürfen wir nicht. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum für den Job-Jackpot, den können eben nur die gewinnen, die an der Einstellung nicht beteiligt sind, die nicht dafür bezahlt haben. Deswegen können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den Jackpot nicht gewinnen, wenn sie selber jemanden eingestellt haben und dafür bezahlt haben. Alle anderen haben ja quasi nur eine Info weitergegeben. Ja, der Freund hat Max gesagt, hey Max, Dachdecker Müller sucht. Max hat sich beworben und hat den Job bekommen. Deswegen können Max und der Freund, der Max empfohlen hat, den Jackpot gewinnen. Aber nicht der Dachdecker Müller, der quasi Max eingestellt hat. Der darf in dem Fall den Jackpot nicht gewinnen. Wenn jetzt aber Dachdecker Müller die Silber- und Bronzemedaillengewinner wieder weiterempfiehlt, dann ist es wieder nur eine Weitergabe von Infos, unbezahlt, und dafür kann er wieder den Jackpot gewinnen. Also ich. Und dann, ja. Und jetzt noch ganz wichtig, es ist dadurch, dass wir eben nicht sagen, du bekommst, weil viele fragen auch, warum kriege ich denn keine garantierte Gewinnausschüttung oder eine garantierte Zahlung, so wie es bei Mitarbeitern vielen Mitarbeiter ist, ich kriege garantiert 500 Euro oder 1.000 Euro oder mit manchen Unternehmen inzwischen sogar 5.000 Euro. Das wäre dann eine Lohnergänzung, ne? Das wäre dann lohnsteuerpflichtig. In unserem Fall ist es tatsächlich ist es so, dass es eine steuerfreie Ausschüttung ist. Und deswegen muss es aber zufällig sein. Deswegen kann nicht jeder gewinnen. Aber wir machen es natürlich so, dass möglichst viele gewinnen. Also viele gewinnen etwas und
ein paar gewinnen halt wirklich eine größere Summe. Aber es können nicht alle gewinnen und deswegen ist es eine zufällige Lotterie und deswegen ist es dann ein steuerfreier Gewinn. Also ich glaube, da haben ein paar Anwälte richtig Schotter gemacht, ja, bis die AGBs standen. Ja. Ich komme nicht. Okay. Also, ja, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus. Wir haben jetzt die 100 Empfehlungen. Wir haben 200.000 Euro im Jackpot. Es haben 100 Leute haben ein Los. Und jetzt ist Ziehungstag. Was passiert dann? Und ja, schon wieder eine Zusatzfrage dazu. Beantwort aber die erste wieder am Anfang, sonst haben wir die wieder übersprungen. Wer beaufsichtigt das? Das muss doch mit Sicherheit auch alles geregelt sein. Natürlich. Also, du hattest ja auch noch gefragt, wie oft ist die Verlosung? Im Moment machen wir es immer zum Quartalsende. Das heißt, am 30.09. ist eine Ziehung und dann wieder am 31. Dezember. Wenn der Jackpot dann etabliert ist und schneller gefüllt ist, dann werden wir es monatlich machen. Weil wir wollen auch richtig eine schicke Show draus machen. Also eine Show, die dann auch auf YouTube und Facebook Live und so läuft, die halt wirklich begeistert, ne? Also wo auch wir Leute interviewen, die dann und zeigen, die den Jackpot gewinnen, aber auch Leute zeigen, die zum Beispiel den Dachdecker Müller, der jetzt mit Max total zufrieden ist und alle die kommen in die Show. Das soll halt wirklich Arbeitsmarkt, wie soll ich sagen, begeisternd und Provotainment, ne? Du weißt ja, meine Firma heißt Provotainment, meine Vorträge sind Provotainment. Also wirklich dieses provokant unterhaltsame und endlich mal für den Arbeitsmarkt, ja, der für viele ja auch gerade Bewerbung, ne, ich erlebe selten Leute, die sagen, boah, geil, ich komme gerade aus dem Bewerbungsgespräch, ey, das ist der beste Tag, den ich jemals erlebt habe und so ein tolles Vorstellungsgespräch. So viele Leute kennst du auch nicht, ne, die so aus dem Bewerbungsgespräch kommen. Warum eigentlich nicht? Warum kann ein fucking Bewerbungsgespräch nicht so geil sein, dass ich begeistert rauskomme? Das kann auch nicht so schwer sein. Und deswegen finde ich, der Arbeitsmarkt und auch Bewerbung und dieses ganze Thema braucht einfach viel mehr Begeisterung, viel mehr Freude, weil es ist, am Ende ist es, ne, auch du schreibst ja immer wieder von Begeisterung. Die Kunden müssen begeistert sein. Und es gibt viele begeisterte Kunden. Und genauso gibt es auch viele begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und viele begeisterte Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Aber das Ganze können wir viel mehr zeigen. Auch was du immer schreibst über Emotionen. Ja, wir merken uns am Ende nur die Dinge, die uns emotional berührt haben. Ja. So, und zu der Verlosung und dem Jackpot, was wir halt wirklich wollen, ist, dass alleine im Juli diesen Jahres wurden 209 Millionen Euro in Stellenanzeigen investiert. Und wenn man das dann sich angeguckt hat und für eine Joblotterie hält, also wirklich eine zufällige, kommen da jetzt Bewerber, kommen da keine Bewerber, ich bezahle vorab und ich weiß noch nicht mal, ob ich eine einzige Bewerbung bekomme, wenn ich das dann mal hinterfragt habe und sage, nee, ich spiele lieber den Job-Jackpot, ich zahle erst, wenn ich jemanden eingestellt habe auf Erfolgsbasis, ne, so wollen wir, sagen wir halt, wir sind der Robin Hood der Personalgewinnung, weil wir sagen, den Großteil dieser 209 Millionen Euro wollen wir halt über den Jackpot zurückverlosen an Menschen, die begeisterte Menschen empfohlen haben. Aus unserer Sicht sinnvoller, als in Stellenanzeigen zu investieren. Also wir wollen das Geld quasi zurückholen und den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Und wie ist der Verlosungsschlüssel? Also jetzt ist am 30.09. die Verlosung, wird dann ein Hauptlos gezogen und der kriegt dann den Jackpot. Also wenn ich mal von mir ausgehe, ich bin derjenige, der an der Losbude immer nur den Trostpreis kriegt. Ne? Ich gehe immer mit dem Kugelschreiber, mit dem Kugelschreiber nach Hause, der nicht funktioniert. Ja, also es soll 80% sollen was gewinnen, aber natürlich rein faktisch ist es dann so, viele kriegen kleine Preise, ein paar kriegen große Preise. Die Staffelung setzen wir jedes Mal so fest, weil es hängt ja natürlich davon ab, was wirklich drin ist. Ne? Sind jetzt 30 Euro drin, 3.000 oder 300.000 oder 3 Millionen irgendwann. Entsprechend werden wir die Staffelung, setzen wir halt dann immer vor der Verlosung fest. Aber auch bei uns ist natürlich so, wir wollen ja begeisterte Job-Jackpot-Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, also werden wir dafür sorgen, dass viele begeistert aus der Verlosung rauskommen. Und du hattest ja vorhin noch gefragt zu dem Prozedere. Natürlich muss bei der Kernverlosung ein Anwalt dabei sein. Also so wie man es halt auch von den ganzen Fernsehshows kennt, wenn dann der Anwalt kommt und den Umschlag überreicht, das muss bei uns natürlich auch so sein. Also es gibt tatsächlich auch in der Anwalts Honorarliste gibt es den Punkt Verlosung.
Das ist ein ganz klar, also ein ganz geklärtes Verfahren, wo es auch eine einheitliche Bezahlung für gibt. Alles geregelt. Ich stelle mir das jetzt gerade so als Job vor, ja, wenn du von Verlosung zu Verlosung fährst, den ganzen Tag guckst, dass die das auch richtig machen. Sehr schön. Das ist dieser Spruch, die Ziehungsbeamten haben sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Kugeln überzeugt. Und genau. Los geht die wilde Fahrt. Okay, gut, haben wir das. Dann habe ich ein, zwei ganz wichtige Fragen noch auf dem Zettel. Jetzt haben wir sehr viel über die Unternehmen selbst gesprochen. Ich kann aber ja auch als Kandidat, als Mitarbeiter sagen, ich finde das cool, ich will auch irgendwie mitmachen. Was habe ich denn da für Optionen? Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss ich tatsächlich bei unserem System tatsächlich warten, dass mir jemand einen Job empfiehlt. Ne? Also ich kann natürlich in meinem Umfeld streuen, haltet Ausschau. Wir haben ja dieses Logo, sehr auffällig für Jobjackpot, sieht man auch auf der Webseite jobjackpot.de. Dieses Logo kann an jedem Laden hängen, kann auf jeder Stellenanzeige prangen, können Handwerkerinnen und Handwerker auf ihre Autos kleben oder eben wirklich auch in ihr Design mit integrieren, soll auf Briefbögen von Steuerberatern hängen und überall auf Karriereseiten. Also es soll halt wirklich diesen Wiedererkennungseffekt haben. Und dann kann ich natürlich meinen Freunden sagen, hey, ich suche einen Job, haltet doch mal Ausschau, wo ihr das Logo seht, immer da, wo ihr das Logo seht und es passt zu mir, sagt mir bitte Bescheid. Also das, ne, das heißt, ich kann meinen Freundes- und Bekanntenkreis da aktivieren, aber ich kann mich nicht als Bewerberin und Bewerber aktiv bewerben. Nur wenn ich die Info bekomme von einem Empfehlenden, dann kann ich mich bewerben. Und zwar direkt beim Unternehmen. Ne? Wir wollen eben bewusst keine Plattform schaffen, wo Bewerberinnen und Bewerber warten, dass sie irgendwie weiterempfohlen werden, sondern es ist wirklich so dieses Virale, was du ja auch in deinem Buch beschreibst, ne? Was ja sozusagen identisch ist bei Produkten, wie auch eben jetzt mit Jobjackpot bei Bewerbung. Ich kriege die Info von einem Freund, hey, ich habe da was Geiles für dich entdeckt und dann bewerbe ich mich daraufhin. Okay. Und dann, wenn ich den Job bekommen habe, als Bewerber und Bewerber, wenn ich den Job bekommen habe, dann stelle ich die Info so auf jobjackpot.de, melde ich mich quasi als Bewerber und Bewerber an und sage hier, ich habe einen Job bekommen in dem und dem Unternehmen mit dem und dem Bruttogehalt und dann kriege ich entsprechend halt meine Lose. Und auch die Empfehlerinnen und Empfehler müssen sich einmal auf der Seite registrieren und uns halt Bescheid geben. Das ist klar, ne? Das, wir brauchen natürlich die Info, wer hat empfohlen, wer hat den Job bekommen, in welchem Unternehmen. Und dann können wir die Lose auch verteilen. Okay. Jetzt möchte ich mal, dass du noch das Lied singst, das ich hier sonst die ganze Zeit singe hier im Podcast. Ich habe heute Morgen schon zweimal Cumpleaños Feliz gesungen. Okay, ja, hier muss man Whitney Houston, I Will Always Love You singen. Ja, das ist ein hohes Level. Nein, mir geht's um Folgendes. Es ist ja wie mit allem. Also jetzt zu sagen, ach ja, hört sich gut an. Da besorge ich mir mal den Aufkleber, den klebe ich mal bei mir ins Ladenlokal. Manche sagen noch, ja, ich habe überhaupt kein Ladenlokal. Also das Ding ist ja, die Leute darauf aufmerksam zu machen, ist das eine. Wenn die das dann wieder weitertragen an Leute, dann wäre es natürlich sehr, sehr gut, wenn ich darauf vorbereitet bin als Unternehmen. Also wenn jetzt einer meiner Kunden zu seinem Schwager oder ähnlichem, jetzt hätte ich fast Konsorten gesagt, geht, also ähnlichen Art Verwandten geht und sagt, Mensch, guck dir mal dieses Unternehmen an, du suchst doch gerade, wäre es doch toll, wenn das Unternehmen auch darauf vorbereitet ist und zum Beispiel eine kleine Landingpage dafür vorbereitet hätte, wo man dann sofort draufspringen kann als potenzieller Kandidat. Ja, also da gibt es zwei Möglichkeiten. Also natürlich empfehlen wir den Unternehmen auch, das auf ihre Karriereseite zu integrieren oder eine eigene Landingpage zu machen. Wenn es aber für die Unternehmen jetzt aus welchen Gründen auch immer gerade nicht möglich ist, bauen wir auch solche Landingpages. Das heißt, und wir bauen dann auch quasi Jobjackpot/ und dann kommt halt das Unternehmen und da bauen wir eine kleine Landingpage speziell zu dem Jobjackpot und den Stellen, die gesucht werden. Aber also aus unserer Sicht empfehlen wir immer den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, das natürlich auf ihren Seiten zu integrieren. Aber ob er das am Ende auf seiner
Startseite präsentiert, ob er das auf die Karriereseite integriert. Das ist wirklich, wir sagen, wir überlassen das alles den Unternehmen. Jeder soll es so machen, wie es für ihn passt. Okay. Deswegen sagen wir ja auch, ob ihr dann am Ende eine E-Mail an alle Kunden verschickt oder in euren Newsletter integriert oder das auf eure 10 Lastenfahrräder anbringt, die ihr sowieso durch die Gegend fahrt, oder ob ihr sozusagen, ne, also wie ihr das verbreitet, ob ihr das ins Brötchen einbackt, ja, das Job-Jackpot-Logo und oder auf die Bäckertüte. Also da gibt's ja so viele Möglichkeiten, und ein QR-Code mit integriert, ne, und so weiter. Also das heißt, diese ganzen Möglichkeiten werden wir auch dann nach und nach promoten und auch den Unternehmen anbieten. Aber es soll, und das ist auch meine tiefste Überzeugung, soll halt sehr individuell bleiben. Kann auch ein Geschenkekorb sein, ja. Also ich sage ja allen Unternehmen immer auch in meinen Vorträgen, wenn ihr Bewerberinnen und Bewerber habt, egal ob ihr sie nehmt oder nicht nehmt, gebt ihm doch einen Geschenkekorb mit. Irgendwas, was aus eurer Region ist, was zu eurem Produkt passt, was zu eurem Unternehmen passt. Was machen die, wenn die nach Hause gehen? Sie rufen erstmal alle Kumpels und die Familie an und sagen, wie es gelaufen ist. Und wenn ihr einen Geschenkekorb mitgegeben habt, sind sie schon mal positiver, als wenn nicht. So, und dasselbe kann ich ja auch in solche Job-Jackpot-Aktionen machen. Ich kann irgendwas verteilen, ja, ich kann so. Aber das ist so individuell, deswegen geben wir da zwar Ratschläge, aber wir sagen nicht, mach das so oder so, sondern das finde ich, ist ja gerade das Spannende, die Individualität der Unternehmen. Und die sollte sich auch in den Job-Jackpot-Maßnahmen dann niederschlagen. Was mir wichtig ist, das hast du jetzt dann im Endeffekt ja auch angesprochen, ist einfach dieses Proaktive, ne? Also es reicht nicht zu sagen, hey, da habe ich jetzt mal irgendwo einen Aufkleber draufgepackt oder sonst irgendwas, sondern also dieses Proaktive zu sagen, das packen wir an jede Rechnung dran oder jeder Mail mit Rechnung, die wir jetzt verschicken. Jetzt sind wir ja bei den digitalen Rechnungen, haben wir eben einen Link zum YouTube-Video oder sowas, wir dann eben sagen, pass auf, wir sind jetzt bei Job-Jackpot. Wenn du denkst, dass wir tolle Arbeit geleistet haben, wir wollen das weitermachen, wir suchen Azubis, irgendwas in der Richtung. Also, dass man das wirklich versucht, proaktiv zu steuern, das war mir jetzt nochmal ganz wichtig. Naja, und auch was du ja in der Fachkräfteformel immer wieder beschreibst, nutzt die sozialen Medien, ja. Dass du beschreibst ja die Burger-Kreation, ne, wo der dann sagt, testet unseren Burger und verbreitet es auf euren Kanälen. Da ist ja wieder genau das Ding drin, im Kern steckt der Burger von dem Ludger Friese. Das Medium und die Art und Weise, wie es nachher präsentiert wird, ist genauso vielfältig wie die Leute, die daran teilgenommen haben. Und das kann ich ja wieder mit meinen Kundinnen und Kunden machen, wenn ich sage, nutzt Job-Jackpot, sag den Job weiter, für den ich gerade suche. Und macht selber ein YouTube-Video oder macht selber, ne, also die Kunden können ja dann wieder das in ihren Insta-Stories bringen, ja, auf ihre Art und Weise, ne. Das heißt, diese Weitergabe der Info ist auch wieder so vielfältig, wie meine Kunden sind. Ja. Also den Ludger grüße ich an der Stelle, ja, einer meiner absoluten Lieblingshandwerker. Ludger, ich weiß, dass du immer wieder zuhörst, also dann gehen mal Grüße an dich aus. Okay, also wie gesagt nochmal, also Ausrufezeichen, auch mit so einem System und vielleicht dem Hinterkopf, ja, da gibt's irgendwie einen Jackpot, auch dann passiert nichts, wenn ich nicht proaktiv an die Sache rangehe. So, dann lass uns doch jetzt mal ganz konkret zum Appell kommen an alle da draußen. Also kommt auf jobjackpot.de als Unternehmer. Und wenn ich jetzt auf die Seite komme, Martin sagt mir, wo ich hingehen muss. Was tue ich? Genau. Was ist alles erforderlich? Ja, dann gibt's den Button als Arbeitgeberin bewerben oder anmelden. Und dann trage ich da meine Unternehmensdaten ein. Das ist eine Minute, also wirklich nur Name des Unternehmens, Adresse und stimme den AGB zu. Und damit bin ich dann sozusagen im System, kann mir die Logos runterladen von Job-Jackpot und werde dann auch von uns natürlich informiert, wie geht's jetzt weiter, wie sind die nächsten Schritte. Und dann beginnt der Dialog, was das Unternehmen halt aktiv machen kann, so wie du es gerade beschrieben hast. Und dann geht der Prozess los. Also es ist super simpel. Aber wir brauchen halt nur einmal diese Anmeldung vom Arbeitgeber und dann geht's los. Und natürlich musst du mich als Empfehler angeben, ne? Also können wir das hier jetzt schon im Podcast ausmachen, dass dann das Codewort WorkersCast lautet oder so?
Genau, naja, am besten ja, also, ne, also alle, die jetzt diesen Podcast hören und sich dann registrieren, geben bitte bei der Frage, über wen hast du von Jobjackpot erfahren, deinen Namen ein. Statt Workerscast. Also müssen wir Jörg Muster angeben. Naja, so wie du halt wiedererkannt wirst. Ne? Wir müssen dich ja quasi dann wiedererkennen. Okay, ja, das ist wahrscheinlich mit meinem Namen einfacher als mit meinem Podcast-Namen. So weltberühmt ist genau. Er doch noch nicht. Also bin ich genau. Jetzt auch nicht, ich aber du weißt, was ich also, meine. Ja, ja. Also auf jeden Fall, genau, am besten trag dir Jörg Mosler ein. So, das wäre nett. Dann krieg ich vielleicht mal ein bisschen mehr als ein Kugelschreiber, Mensch. Richtig. Ja, stell dir mal vor, dann machen wir den nächsten Podcast machen wir dann zu, wie du den Jackpot gewonnen hast. Ja, das wäre ja mal was Interessantes. Aber ich glaube, das wird nie passieren. Ich kenne das. Ich hab, vielleicht müsste meine Frau mitmachen. Die hat Glück bei sowas. Ich bin da, ich dachte, ja, nicht so weit vorne dran mit sowas. Okay, also, wie gesagt, das nochmal erwähnt. Ich packe euch das in die Shownotes rein. Jobjackpot.de. Registrieren ist ganz einfach. Wie es funktioniert, wisst ihr jetzt auch. Und dann bei der Empfehlungsseite, da schreibst du bitte Jörg Mosler rein. Mit dem Herzchen ja. Dazu freue ich mich. Gut, also dann überlasse ich dir das letzte Wort in diesem Podcast, Martin. Richte nochmal einen flammenden Appell an alle Handwerksunternehmer und auch alle anderen Unternehmer und Unternehmerinnen, die uns jetzt zuhören. Was möchtest du da zum Schluss noch mitgeben? Ich muss einfach nochmal das geilste Zitat vom geilsten Autor wiederholen. Die größte Personengruppe im Unternehmenskreislauf sind ihre Kunden. Geschrieben von Jörg Mosler. Hey. Das war abgesprochen. Also, dafür kriegt Martin meinen Jackpot. Das ist jeder, der meine Bücher im Podcast empfiehlt, da gibt's auch einen Jackpot für. Nein, war nicht abgesprochen. Nee, aber nutzt wirklich, das ist die größte Quelle, eure zufriedenen Kunden, die kennen Tausende von Leuten zusammen und die nutzt ihr bitte. Das lassen wir so stehen. Dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Jetzt müssen wir aufhören, jetzt ist die Stimme weg. Danke dir, Martin, fürs Interview. Danke auch für diese Idee. Darauf muss man erstmal kommen und da muss man auch den Mut und das Durchhaltevermögen haben, sich so lange mit Anwälten auseinanderzusetzen. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. An euch nochmal der Appell. Guckt euch das an, registriert euch und dann danke ich euch fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao, dein Jörg. Du möchtest in deinem Unternehmen ein System etablieren, sodass Mitarbeiter und Azubis initiativ zu dir kommen? Du möchtest deine Mitarbeiterprozesse so effizient und zeitsparend wie möglich gestalten? Du möchtest als Arbeitgeber endlich in die Sichtbarkeit kommen und für diese Herausforderungen wünschst du dir passgenaue Unterstützung? Dann bewirb dich jetzt für das Mentoring-Programm. Arbeite 1:1 mit Jörg und lass die Konkurrenz am Arbeitsmarkt hinter dir. Sicher dir jetzt dein kostenfreies Strategiegespräch mit Jörg unter jörg-mosler.de/mentoring.